Da fehlt die Power dahinter. Jetzt Tom H3. Ich habe Angst, Sex eigentlich so viel richtig gemacht in dieser Partie. Kann er die Lorbeeren ernten? Okay, okay, ja, auf geht's, Freunde. Haut rein. Also bitte stumm schalten und ab geht's. Die beiden haben sich schon gepaart, genau. Rob die Rob, wir haben hier die Paarung und es kann losgehen. Go, Eva, go. CX ist mein Ehrenmod, kann man sagen. Seit Tag 1 dabei, macht sehr, sehr viel. Hat hier auch das mitorganisiert. Treibende Kraft. Immer dabei. Guter Mann. So muss das sein. Wenn ihr schon kein Geld kriegt, dann werdet ihr wenigstens mit lobenden Worten erwähnt. So ist das. Oh, das D5 ist ein bisschen früh. Ja, ein bisschen früher. Jetzt so habe ich als Kind immer gespielt, bis dann Hendrik Schüler kam und meinte, nee, das macht man besser nicht so, weil weiß jetzt das Zentrum bekommt. Ja. So ging ungefähr jede Partie los zwischen meinem Vater und mir tatsächlich. Und Hendrik hat recht. Ich sage es nicht gern. Deshalb macht man D5, C4, E6 besser, um dann mit dem Bauern auf D5 wieder zu schlagen, weil hier hat Weiß einfach so direkt früh das Zentrum bekommen. Und der Unterschied zum Grünfeld-Indisch übrigens ist, dass Schwarz nicht den Springer direkt abtauschen konnte, sondern Schwarz hat noch einen Zug verloren. Und ja, Tempi sind natürlich in der Öffnung gerade wichtig. A6 ist... Sagst du gerade und da kommt A6. Ja, genau. A6 ist da genau jetzt gegenteilig, weil das ist kein so wichtiger Bauernzug aktuell und vernachlässigt auch die Entwicklung. Aber A6 ist natürlich ganz klar, sagt, ich möchte jetzt gern C5 machen, ohne mit Schachspiel. Ah ja. Ich halte meinen Mund. Eva, bist du betrunken? Du hältst deinen Mund und sagst, Eva, bist du betrunken? Naja, also Eva, eigentlich... Spielst du solide? Ja, solide ist jetzt übertrieben. Sie greift, glaube ich, schon gerne an. Aber sie hat sich auch schon beschwert, dass sie, als dass wir die Zeit auf... sie will eigentlich 3+2 spielen, hat sie vorhin geschrieben. Okay, aber 3+2 hätte sie ja ohnehin nicht gespielt, auch wenn wir es nicht angehoben hätten. Nee, aber sie wollte gerne 3+2 spielen. Sie hat letztes Mal, glaube ich, über 1800 gespielt. Okay, ach so, okay. Ja, also H5, A6 und H5 sind jetzt keine Züge, die der schwarzen Stellung geholfen haben. Gut, A6 kann man sagen, bisschen, aber H5 definitiv nicht. Das ist so ähnlich wie vorhin, als wir es gesehen haben, von Finox. Erstmal die Figuren entwickeln, König in Sicherheit bringen, die goldenen Öffnungsregeln, ihr kennt sie ja alle. Und die zu beachten, die zu befolgen, ist in der Regel sehr gesund. Was im Umkehrschluss bedeutet, das hier ist eher ungesund. Ist eher ungesund. Ich habe mal ein kleines Zitat. Joker hat gerade geschrieben, das waren Evas Worte, als sie für den Sub-Battle zugesagt hat. Unter den bekannten Bedingungen, ich bereite mich nicht vor, sondern spiel einfach. Darfst du nicht eintragen. Die bekannten Bedingungen. Die bekannten Bedingungen. Und darauf hast du dich hier eingelassen. Ich höre davon zum ersten Mal. Nein, aber das ist ja auch, ich meine, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Es geht ja hier um nichts. Also es geht natürlich schon um extrem viel, aber... Ruhm und Ehre. Wenn das nichts für dich ist, Niklas, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, eben. Ja, Zex, sehr gesunde Anlage. Ich weiß nicht, ob man F4 unbedingt gebraucht hat, aber kann man natürlich machen. Springer E5, okay, kann man auch machen. Wahrscheinlich auch ein guter Zug. Ich hätte instinktiv erstmal rochiert. Aber Springer E5 auch interessant. Ja, jetzt ist so die Frage, was macht Schwarz als nächstes? G6? Und der Bauer ist wieder das bekannte Problem. Man kann nicht rochieren, weil da der Bauer steht auf H5. Also dieser Zug H5, das war so ein Aus... Wie sagt man? Ein Ausschlag? Nee. Aber nein, es gibt da so ein Wort, so ein Ausrutscher. Ich glaube, Ausrutscher ist am besten. Aber Niklas, sag doch mal ehrlich jetzt. Also du als Neidorf-Spieler, du hast doch in der Eröffnung auch schon gegen die Eröffnungsprinzipien verstoßen und H5 gespielt, wenn Weiß mit F3 gespielt hat, oder nicht? Ja, aber das ist ja ein anderer Kuchen. Naja, wieso? Wenn du das einem Anfänger erklären müsstest, warum du da H5 machst, da kriegst du aber auch Probleme, wenn du nach den Eröffnungsprinzipien gehst. Ja, gut. Regeln. Aber da hat es ja eine sehr konkrete und auch wichtige Idee.
im Nahelauf um G4 zu verhindern. Und man kann trotzdem, man auch hinter trotzdem kurz in der Ja, aber Reihe. es ist natürlich, also Bauernzüge, Freunde, sind immer verpflichtend, weil die Bauern als einzige Figuren im Schach ziehen nicht zurück. Und Schwarz würde eigentlich gerne hier H5, H7 spielen, aber es geht eben nicht. Deshalb muss man mit den Bauernzügen, muss man genau schauen, ob sie wirklich einem helfen, ob sie die Stellung besser machen. Ein Aussetzer wird hier gesagt. Nee, Aussetzer? Ich wollte irgendwas mit Schlag sagen, aber ich glaube, Ausrutscher kommt am nächsten. Anyway. B3, zunächst geht es auch eher ruhig an. Also man könnte langsam darüber nachdenken, wie man hier irgendwie die Stellung öffnet. Turm in die Mitte, Turm nach D1 vielleicht, Turm nach C1. Ja, Schwarz möchte jetzt lang auch hier. Darauf sollte man gefasst sein. Aber so richtig glücklich macht einen das auch alles noch nicht. Vielleicht sogar A4, A5 könnte man andenken. Wobei dieses Feld B4 dann ein bisschen Der gefällt mir nicht, zugänglicher wird. aber gut, es droht E5 immerhin. Ja, vielleicht gar nicht so dumm. Also erstmal komisch, den Springer aus dem Zentrum zu ziehen, aber vielleicht gar nicht so dumm. Ja, G6 muss sein, oder? Also, um den Läufer Platz zu geben. Oh, jetzt kommt aber das massive Zentrum hier von CX. Massiv. Wie der Rapper. Ja. Sechs, zweiter Name ist massiv. Also Dann. jetzt will man auch nicht mehr lange auch hier wegen der offenen B-Linie, ne? Was will man jetzt eigentlich noch? Na, vielleicht kann man Dame B4 machen? Oder Dame Dame A3. A3? Okay, ja. Ich war für Dame B4 und Springer B6, um den C4 irgendwie zu nerven. Ja, das. Ne, man muss ja irgendwas erfinden. Genau, aber Dame A3 oder Dame Bitte. B4, guter Zug. Auch gibt dem Läufer ein Feld. Okay, der Springer hängt auf C3. Dame C2. Irgendwas in der Art würde sich anbieten. Und dann kann Schwarz vielleicht mit C5 hebeln. Ja, C5. Und auf E5 dann schnell auf D4 schlagen, Ganz schnell, aber ganz schnell muss man ne? da schlagen, sonst wird man überrollt von den weißen Bauern. Ja, Langochade verpasst die Chance, habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, hier ist die halboffene B-Linie. Der König ist hier auch nicht safe. Ich hätte ihn lieber kurz hingestellt. Also kurz rochiert. So, jetzt Springer C5. Ah, der kommt E5, Mist. Springer B6, ja, Doppelangriff. Oh Das ja. ist ein guter Zug. Aber Zeck schnell mit Turm B3, Gegenangriff. Dame A5 E5 ist muss wohl. alternativlos, ne? Aber ist gar nicht so unspannend, die Stellung, oder? Ja, weil jetzt diese Bauern hängen, ist die Frage, ob Ja, ist doch gut. E5. Ah, E5 geht noch, ja. E5 Springer schlägt C4. E schlägt F6. Ja, ich will irgendwas mit Dame E4 starten, aber so richtig Kommt immer noch Springer überzeugend. D5, ne? Am Ende Dame so. D3, aber jetzt muss doch irgendwas gehen. C5. H4? A Spielst Tempo. du mal. A Tempo. Läufer schlägt D4 oder sowas. Muss doch gehen. Jetzt spielt sie auf einmal H4. Also, hier spielt doch die Musik im Zentrum mit C5 oder Läufer schlägt D4 irgendwie sowas berechnen. Obwohl C5 kommt einfach D5, das bringt ja eigentlich nicht viel. Aber Läufer schlägt D4 eventuell. Aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt ist die Katze Jetzt schon A3 machen und auf C5 einfach mit der Dame rausklöppeln. Ja, das stimmt. Das ist hier ein wichtiger Trick, den Schwarz hat. C5 Dame schlägt C5. H3 macht sie auch. Wer A sagt, muss B und C auch sagen. Aber E5 könnte man spielen, wenn man will. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, Er damit die macht Dame sie, nicht wach, er weiterkommt. macht C5. Komm schon. Nein. Oh. Komm schon, Das Eva. funktioniert leider. Nee, uff. Dann hätte auch noch schön D4 gehangen, ne? Ja, Dame schlägt C5 wäre ein Big Move gewesen jetzt. Big Move. Jetzt droht natürlich Springer schlägt C5, aber Turm schlägt B7 auf Turm B8. Also einfach B7. Am Moment, der Springer hängt. Moment.
A4 nehmen, oder? A4 nehmen, E5 spielen und dann auf B7 reinballern. Turm B4 ist. Jetzt wieder C5. Jetzt wieder C5. Mit dem Springer diesmal. Aber dann Dame C4 sollte weiterhin gut sein für Weiß. Ja. Okay, sie tauscht. Gut, jetzt ist immerhin mal der Kollege gefesselt. Oh, Dame A2. Ganz unauffällig noch matt. Ja. Einmal Matron. Der Kollege ist gefesselt, ja. Sie schlägt auf G2. Jetzt würde ich. Was ist mit sowas wie C6 jetzt? Ja, C6 sieht. Droht auch Turm schlägt B7 direkt. Aber vielleicht dann Dame H5, der lange Schwenk. Hm. Der schwange Lenk. Dame H5 ist stark nach C6. Dame C2. Guter Zug. Turm schlägt B7 ist schwer zu parieren. Oh, es heizt sich auf, mein Lieber. Es heizt sich auf. Turm H3. Turm B7. Turm E3. C6. Turm E1, oder was? Turm E1, ja. Nee. Ach doch, ja. Na, Dame A3 finde ich jetzt auch nicht so verkehrt vom Grundgedanken, aber jetzt kommt einfach irgendein Turm nach B3. B3. Ja. Ah, dann Dame A4 vielleicht. Er kommt doch an, welcher. Jetzt muss der richtige Turm. Ja, muss der richtige Turm. Ist immer der richtige. Ist immer die Frage über den Turm. Welcher ist der richtige? Dame E2, es ist zu. Da fehlt die Power dahinter. Jetzt Turm H3. Oh. Oh, ich habe Angst, Sex eigentlich so viel richtig gemacht in dieser Partie. Kann er die Lorbeeren ernten? Turm B3, jetzt macht er Turm B3. Okay, Dame ist fast weg tatsächlich. Aber kann noch nach A5 und jetzt greif zu, mein Lieber. Gönn dir. Ja, er steigt ein. Und jetzt droht C6 aber gewaltig. Jetzt aber gewaltig. Jetzt aber gewaltig. Das ist eine gewaltige Drohung. Du kannst vor allem nichts mehr machen. Du kannst nichts ziehen. Ja, doch. Irgendwas wird ja wohl gehen. Dame A4 oder so. Dame A3 ist ein Feld zu weit. Sie will wahrscheinlich Dame Schlag E3 machen, aber nach C6 ist trotzdem matt. Ja. D5, nein, das ist der falsche Bauer. Ja. Das ist der falsche Bauer. Jetzt läuft er weg. E5, schiebt die Bauer da vorne. Kommt D6, alles da vorne. Rein da. Ja, 6! Auf geht's! Lauf schlägt dir 6, macht's nicht besser. Nee, es löst nicht mal irgendwelche Probleme, aber gut. Ja, okay. Versuch schnell Züge zu machen. Okay, jetzt 6, Ruhe bewahren, dann holst du das Ding hier nach Hause. D schlägt C7, okay. Turm C8, Turm B8. Stark, ja. Ja, sehr schön. Jetzt einfach einen Schach geben und der König so offen. Aber auch nach D7 anstatt nach E7. Also auf E7 gibt es ja zumindest erstmal keinen Schach, aber auf D7. Ja, wobei, okay, er tauscht. Das war nicht nötig jetzt, aber gut. Ah, das ist noch nicht um. Das ist noch nicht durch. Das ist noch nicht soll durch. Jetzt erstmal, jetzt denk mal ordentlich nach, was du hier machst. Oh, das kann nicht sein. Läufer B6 oder irgendwas muss jetzt hier gehen. Turm C1. Läufer B6, König C6 geht noch. Aber das kann nicht mehr. Darmstück G2. Darmstück G2 ist aber gut. Darmstück den kommt man jetzt nicht über. Ja, Turm D1. D1. Ja, kommt 6, ja. Hol den Bacon nach Hause. Hol ihn dir. Hol den Schinken. Komm. Den Turm einfach. Ja, ja. Ah, okay. Okay. Wo ist das Putt? Hier ist kein Putt. Dame 4, Läufer D8-Schach. Er zelebriert es. Einzige Mats muss mit deiner Community nochmal üben, du. Ja, okay. 6, das ist der Sieg. Stark, mein Lieber. Das ist, glaube ich, der erste Sieg für 6 in einem Sub-Battle. Na toll, Eva. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.